Ja, also das Bundesheer ist schon das ganze Jahr eingebunden in die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Wir führen hier verschiedenste Assistenzleistungen durch. Allein am heutigen Tag sind mehr als 2500 Soldaten im Einsatz. Am heutigen Tage stehen wir in Assistenzleistung für das Gesundheitsministerium und verbringen die ersten Impfstoffe in die verschiedenen Bundesländer in Österreich, so auch hierher nach Miming in Tirol. Wir unterstützen insgesamt im Bereich der Impfstrategie in der Planung, in der Logistik und werden auch zur Verfügung stehen für die Impfung selbst, wenn dann die Massen der Österreicherinnen und Österreicher geimpft werden. Wir sind natürlich alle heilfroh, dass es jetzt so schnell gegangen ist, dass die Impfungen in Österreich sind und dass wir jetzt auch in Tirol schon impfen konnten. Ja, eigentlich ist es eine ganz normale Impfung. Bei Impfungen muss man immer bedenken, es gibt verschiedene Arten von Impfungen. Das ist zum Glück ein Totimpfstoff, das heißt, Erkrankung ist nicht möglich. Diese Impfung, die wir heute bekommen haben, ist in der ganzen Welt schon 1 Million Mal geimpft worden. Und es hat nur 2 Reaktionen gegeben. Das waren klassische anaphylaktische Reaktionen, die aber ganz normal sind bei so einer großen Anzahl an Impfungen. Ich bin überrascht, wie das alles super gemacht worden ist. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Und noch dazu schmerzfrei. Ohne das Stupferle habe ich gar nicht gemerkt. Für mich als Heimleiter ist es total essentiell, dass die Impfung da ist und dass sie jetzt und dass es schnell passiert. Von meiner Tätigkeit, von meiner Arbeit. Ich habe sicher 50% in dem Jahr mich nur Corona gewidmet und mit Corona zu tun gehabt und sicher 80% meiner Energie dahin hinein investieren müssen. Und auch aus diesem Grund bin ich jetzt halt froh und glücklich, dass die Impfung endlich da ist und ich lasse mich morgen impfen. Und ich bin auch froh, wenn ich dann geschützt bin. Gott sei Dank habe ich es nicht gehabt. Also 27 unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben es ja gehabt. Es ist natürlich enorm wichtig, wollen wir diese Pandemie endlich brechen, muss natürlich ein hoher Anteil der Bevölkerung geimpft werden, damit diese Herdenimmunität überhaupt aufgehoben werden kann. Das heißt, wenn ein großer Anteil der Bevölkerung geimpft ist, dann kann man die Pandemie durchbrechen und dann wird es in einem halben Jahr, vielleicht ein bisschen länger, der ganze Spuk vorbei sein.